Hallöchen und willkommen zurück bei City Skylines. Es ist nachts 2:30 am Freitag und jetzt ist es einigermaßen abgekühlt hier in meiner Bude, dass ich auch mal wieder Aufnahmen machen kann. So, wir haben beim letzten Mal, falsche Richtung, hier drüben. Das hier müsste die Erzecke sein und das hier drüben müsste die Ölecke sein. Und als allererstes, was ich aber nochmal abändern möchte, ist die Sache hier. Denn hier kommen noch viele von der Holzindustrie her, die fahren dann zwar hier unten drüber, aber trotzdem wird hier später einiges los sein und da ändern wir einfach das ganze Straßensystem ab in dreispurige bzw. vier- oder sechsspurige Autobahnen ein. Größere Straßen einfach, genau, dann machen wir das mal. Wir nehmen auch die Autobahn für, weil die dafür... Geht das hier? Ah, haut sogar hin. Genau, damit die einfach mehr Platz haben. Das war eine super Idee, hat mir jemand geschrieben. Vielen Dank dafür. Oh, hier klappt es nicht. Da klappt es auch nicht, da müssten wir das eventuell mal kurz wegnehmen. Mach mal kurz Pause. Huch. So, das hier drüben. Okay, und dann hier unten noch die Bögen in der Mitte. Und da haben die dann alle deutlich mehr Platz. Kriege ich das hier nicht irgendwie? Ah. Doch, so klappt's. Sieht dann zwar nicht mehr so aus, wie wir das anfangs haben wollten. Es auch gerade bauen. Dann bau es halt so. Ist ja nicht so schlimm. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, dann hier drüben. Ja. Dann hier drüben noch die Auffahrt. Und dann haben wir es. Ich hätte es gerne hier hinten, aber da haut das mit den Stützpfeilern nicht hin. Ja, komm. Lassen wir es so. Wunderbar, da haben wir dann alles hier groß und dreispurig und auch ohne Ampeln. Wenn ich jetzt die hier nehmen würde, dann hätten wir hier Ampeln. So haben wir die hier nicht. Ist hier unten etwa eine Ampel? Ach, deswegen staut sich das hier. Da können wir das hier auch als Autobahn machen. Da staut sich es dann dort unten nicht. Guck mal hier. Mit Seitenbegrenzung. So, ein bisschen aufpassen wegen der richtigen Autobahn. So, da müsste dann hier oben. Genau. Geil. Komm, machen wir es einfach als Autobahn. Dürfte dann noch keine Ampel entstehen, oder? Na genau, hier auch nicht. Wunderbar. Geil, geil, geil. Danke für den Tipp. Ist immer eine super Sache. Also wenn, dann möchte ich schon gern alles haben. Jetzt komme ich da nicht ran. Doch. Ort ist bereits... Ach so, ja, okay, das funktioniert nicht. Wenn, dann muss ich von hinten anfangen und dann haut das auch hin. So. Fein, wunderbar. Ja, geil, da haben wir alles. Warte mal, das hier gefällt mir nicht so hundertprozentig. So, da sieht es dann. Das gefällt mir jetzt hier drüben auch nicht. Mehr aus wie aus einem Guss. So, wunderbar. Da haut das hin. Super. Und ich hatte gesehen, hier drüben, das fiel mir vorhin irgendwann auf. Wo war denn die Stelle? Moment. Wo war die Stelle? Das war ziemlich dumm, fiel mir dann auf, als ich das mal vorhin, bevor ich die Aufnahme gestartet habe ich mal überall drüber geschaut. Wo war das denn? Das war irgendwo an der Autobahn mit. Da
mussten die alle so einen Umweg fahren, was eigentlich total sinnfrei wäre oder ist. Ah, hier ist ja das Gleiche, das könnten wir eigentlich überall machen. Es bedarf ein bisschen mehr Zeit, die anderen Kreationen hier. Wo war denn? Lass mich mal kurz sortieren, Moment. Da hatte ich bei einer Auffahrt nicht alle Richtungen mit angegeben, deswegen mussten die da teilweise echt erschreckende Umwege fahren. War das hier? Nee, das war nicht hier. Haben wir denn noch eine Autobahn hier drüben, hier unten? Das ist die. Ich weiß es gerade nicht. Das ist komisch. Ich hab vorhin. Ach du meine Fresse. Das wird ja immer mehr. Ach du Scheiße. Oh. Auch die Gewerbegebiete zeigen teilweise an, dass die Waren brauchen. Wir bräuchten vielleicht mal ein normales Industriegebiet. Das hier hinten müssen wir aber erstmal voll kriegen. So, dann müssen wir hier erstmal Erz draus machen. Ach genau, und seht ihr, das machen wir vielleicht gleich noch, bevor wir dann hier hinten weitermachen. Nochmal den einen Bahnhof bauen oben bei der Holzproduktion. Ich glaube kaum, dass wir da irgendwo einen hinkriegen. Was ist denn das? Das ist hier drüben. Das ist das komplette Gelände. Da haben wir natürlich unten eine schöne Bahnlinie, aber ich glaube, ich kriege hier so keinen dran. Da ist das Gefälle erstmal zu steil und auch viel zu viel im Weg. Hier oben haben wir einen Bahnhof, das ist aber ein normaler. Obwohl, wartet mal, wir könnten doch. Ey, genau. Das ist eine super Idee. Pass mal auf, dann machen wir das ganz einfach. Eine Autobahn kann ich das ja nicht bauen. Ich muss das gerade mal testen. Kriege ich hier den Bahnhof schon dran? Das müsste eigentlich funktionieren. Genau, da hätte ich gerne den Bahnhof und dann könnten wir den da direkt gleistechnisch irgendwie anschließen. So, dann können die Holzheinis dann hier dran fahren. Nein, Holzheinis war ein bisschen böse. Okay, hier brauchen wir wieder Wasser, da fehlt wieder ein halber Meter. So, hat Strom? Ja, müsste. Ja, hier drüben von der Mülldeponie kommt was her. So. Tja, da könnten die dann auch hier runterfahren. Und den Bahnhof mit nutzen. Bin ich ja mal gespannt. Verkehr drum dran, wieso das denn? Kann ich jetzt nicht mehr ändern oder was? So, haut hin, oder? Das Ding müsste auch angeschlossen sein. So, und da hoffe ich mal, dass die jetzt hier drüber fahren. Und da müssten wir, genau, guck mal, das funktioniert schon mal. Auf jeden Fall müssen wir das hier oben noch ändern. Die dürfen nicht über die kleine Straße zurückfahren. Da müssen wir was anderes finden, wie wir das hier wieder... Oh, hier staut sich so extrem hier unten. Hauptsächlich hier. Okay, die Abfahrt. Hier hinten ist ein bisschen Platz drin, hier so in dem Gebiet. Eventuell machen wir hier so einen kleinen Knotenpunkt, dass das hier alles zusammenläuft, dass die hier nochmal auf eine
Straße kommen, hier mittendrin. Und dann hier rüber ranfahren können. Guck mal, manche fahren trotzdem durch. Fahren die? Ja, die müssten hinterfahren, oder? Zu dem Bahnhof. Gott, was jetzt hier schon los ist. Und hier ist noch kein einziges Gebäude für die neue Industrie gebaut. Ach nein, wir haben ja hier zwei Güterbahnhöfe. Deswegen fahren die teilweise darüber. Ich habe mich schon gewundert. Wo will der denn hin? Uiuiuiui, hier ist viel los. Okay, wir machen dann später auf jeden Fall hier, denke ich mal, noch ein, zwei Bahnhöfe einfach mehr hin. Ich denke mal, das geht sich dann besser aus. Vielleicht hier oben nochmal anfahrten oder auffahrten. Genauso hier drüben. Ich denke, das wäre nicht so verkehrt. Oh Mann. Ja, und hier staut sich jetzt natürlich wieder ungemein. Deswegen machen wir das einfach so, dass wir hier... Wie machen wir das am dümmsten? Wenn wir... Ich teste das jetzt bloß mal. Wenn das hier die Zufahrt wird und das hier dann die Abfahrt wird, so, die Zufahrt beginnt ja, meinetwegen hier. Mist, müsste ich ein Gebäude wegreißen. Na, warte mal, vielleicht kriegen wir das so besser hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, da würde plus eins bald drauf gehen. Machen wir jetzt mal. So, oder? Und das dann gleichermaßen wieder zurück ungefähr. Komm weg mit deinem Pfeiler. Genau. Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Hier vorbei. Ach, Gott sei Dank. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ist egal, dann geht da eins drauf. Das ist nicht ganz so schlimm. Hier hinten ist eh nicht alles voll. So, da hätten wir hier, das ist die Auffahrt, das ist die Abfahrt. Okay. Tja, dann machen wir das einfach so. Das wird nicht funktionieren. Hier die Bahn im Weg. Eventuell könnte ich die Bahn einfach ein Stück runtersetzen, dann könnte das klappen, entweder von hier oder von da oben. Ach, guck mal, die fahren schon hier runter. Ich gehe mal wieder auf die normale Geschwindigkeit. Komme da nicht durch. Zumindest nicht so, wie ich das gern hätte. Okay, eine Auffahrt könnten wir natürlich eine einfache machen. Das würde natürlich vielleicht gehen. Okay, wir können es hier einfach mal probieren. Dann nehmen wir das hier hinten als Abfahrt wieder weg. So, dann müsst ihr den Weg nehmen, ist mir egal. Und als Auffahrt können wir es ja mal so lassen. Eventuell ist es ganz gut, wenn die zwei Fahrten haben, um da ranzukommen, dass sich da reingeteilt wird.
Eine Hälfte hier unten lang, eine Hälfte vielleicht hier oben drüber. Müssen wir mal schauen, ob das angenommen wird. Ob da überhaupt jemand lang fährt. Ja, der erste fährt da lang. Oh, wir brauchen unbedingt normales Industriegebiet. Die wollen alle hier unten drüber. Okay, jetzt konnte ich es auch normal dick machen. Umso besser. Sehr schön. Die wollen nicht da lang fahren, ne? Dann nehme ich das hier unten vielleicht doch weg, dass ich es dann mehr, doch lieber mehr über die Mitte konzentriert. Wieso wollen die da nicht lang fahren? Rechnen die den kürzesten Weg rein von der Straße her und nicht den, der vielleicht am besten zu fahren wäre? Hier fährt jetzt noch einer lang. Gibt es eigentlich eine Staumeldung für die Autofahrer hier in der Stadt? Unten stauen sich jetzt die Züge. Was zur Hölle? Zugstau. Scheiße. So, muss jetzt erstmal sein. Das wäre sonst, glaube ich, nicht weitergegangen. Okay, jetzt rollt der Verkehr wenigstens wieder. Puh. Da ist natürlich schon einiges los an der Zugstrecke. Oh, guck mal, jetzt fahren die auch größtenteils. Na, zumindest mehr fahren jetzt schon hier unten lang. Okay, normales Industriegebiet bräuchten wir. Könnten wir hier oben was reinbauen? Hier unten der Narzissenhügel. Das ist ein Gewerbegebiet. Die brauchen auf jeden Fall was. Wie sieht es denn eigentlich mit der Zufriedenheit aus? 82% bei den Wohngebieten nur. Oh, guck mal hier unten. Da fehlen kleine Parks. Oder kleine Spielplätze. So, das reicht. Hier sind die Leute krank. Das ist doch eigentlich das Zeichen dafür, dass das Wasser irgendwo verschmutzt ist. Wo haben wir denn überall Ansaugpumpen? Nur hier drüben, ne? Oder ist hier allgemein die medizinische Versorgung? Ah, die scheint hier schon relativ im Argen zu liegen. Eventuell doch mal so ein großes medizinisches Gebäude hier noch irgendwo hin. Ich mache es jetzt einfach mal, mal gucken, ob es was bringt. Ah, das ein oder andere Gebäude wird besser, aber hier drüben nicht so sehr. Nee, Krematorium haben sie genug. Da ist genügend da. Das ist wegen der Lärmbelästigung durch den... Nee, das kann nicht sein. Aber doch, es könnte tatsächlich durch die Lärmbelästigung hier vom Bahnhof sein oder hier drüben vom Hafen. Scheiße. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Hafen weg. Der bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Da wird es vielleicht besser, oder? Die werden blau jetzt wieder, tatsächlich. Kranke Bürger. Also Arztpraxen sind ja eigentlich echt genug da.
passt natürlich nicht hier dran. Ich hätte noch ein kleines irgendwo hingebaut. Hier oben vielleicht. Joa, komm. Was soll der Geiz? Geht's denn dann vielleicht wieder ein bisschen besser? Oh ja, guck mal, wir haben gar nicht so viel Kapazität, sehe ich gerade. Uiuiui. Ich glaube, das waren bloß ein paar Bürogebäude, die können wir entbehren. 140.000 Einwohner. Hier oben fehlt es auch an medizinischer Grundversorgung. Das war mir gar nicht bewusst. Unten ist alles rot. Hier ist jetzt auch nicht so der Hammer. Hier ist es auch so, ne? In der Nähe von dem Hafen. Da sieht es nicht so geil aus. So, kommt noch was hin. Okay, gut zu wissen. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Dürfte es erstmal wieder ein bisschen besser sein. 84%, Gott sei Dank. Geht ein bisschen nach oben. Ja, und ein richtig schönes Industriegebäude bräuchten wir. Industriegebiet, meine ich. Also, ja, das, da kümmern wir uns auf jeden Fall bald noch drum. Aber erstmal ein normales Industriegebiet. Entweder hier vorne mit hin. Oder halt wirklich hier in die Nähe. Hier oben einfach irgendwas hin. Was ist denn das hier? Eine Bahnstrecke? Habe ich das gebaut? Hier staut sich schon wieder. So eine Scheiße. Verdammt ich nochmal. Oder warte mal. Ist das nicht sinnvoller? Halt. Ich suche das immer am verkehrten Ort. Vielleicht klappt es so besser. Hoffe ich jedenfalls. So, und das hier oben, das könnten wir eigentlich auch anders handhaben. Halt, ihr fahrt ab jetzt hier unten lang. Ich hoffe, das funktioniert hier besser. Staut sich zwar jetzt auch wieder ganz schön, aber... Das kriege ich jetzt erstmal nicht hin. Boah, hier ist so viel los, ey. Unfassbar. Passagier. Auch ein Passagier. 100% voll. Die sind wahrscheinlich alle bei knapp 100% voll. Okay, es ist jetzt schon deutlich weniger. Es kommen keine Forstautos mehr hier lang. Die können wir erstmal hier oben drüber abwickeln, aber es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir hier unten noch einen Frachthafen hinbauen, oder? Wir haben hier einen, der ist, denke ich, schon ganz gut besucht, aber wenn wir hier noch einen zweiten einfach mit hinbauen. Aber für mich ist auch zwei, also wenn das funktioniert, wieso nicht? Will nicht so ganz. Ach, komm schon. Ach komm, der Hafen hat wieder kein Wasser. Verarsch mich doch nicht jedes Mal. Ist immer der Hafen, der kein Wasser hat. Welche Ironie. So, da dürfte das hier unten auch ein bisschen besser angefahren werden.
und entschlackt sich dann hoffentlich hier auch noch ein kleines bisschen. Huiuiui, es wird immer mehr in unserer Stadt. Wir brauchen unbedingt ein richtig neues Industriegebiet mal irgendwie. Ich würde es halt, wie gesagt, am liebsten, warten wir das jetzt genau hier oben einfach mit hinbauen. Da haben wir eine schöne Autobahnanbindung. Hier ist auch nochmal Zuglinie. Und hier haben wir dann auch direkt das Gewerbegebiet, was auch Waren benötigt und staut sich schon wieder wie verrückt. Okay, die kommt zwar vorwärts. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, wenn ich hier einfach mal eine... nochmal so eine Umgehung baue. Ach, guck mal. Das ist ja nett. Tatsächlich. Super. Ich habe auch einige neue Gebäude nochmal runtergeladen, von denen ich jetzt noch überhaupt nichts erzählt habe. Und schauen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.